bin die Ulrike Dress, bin Volkskundlerin und Kulturwissenschaftlerin. Ich habe über 10 Jahre hier in Schleswig gewohnt und habe hier auch das Thema für mein Buch gefunden, die Fischerliesl vom Schliersee, Ikone des Mythos Bayern. Und dieses Buch handelt von einer besonderen Frau, der Elisabeth Elgraser, die 1790 bis 1865 lebte und eine charismatische Sängerin war. Darüber hinaus, wie sich dann bei der Quellenlage herausstellte, war sie die ideale Verkörperung der Schönen vom Oberland, der Donna del Lago des Liesl vom See später. Ja. Und als die Maler nicht nur das schöne Land und die Leute, sondern eben auch sie entdeckt hatten und auch der König, der erste Max von Bayern, sie besucht hatte in Schliersee 1817, wurde sie sogar über Bayern, Deutschland hinaus bekannt und war ein richtiger Star. Was noch an ihr ganz besonders ist, dass sie nicht nur über dieses Charisma verfügte, sondern dass sie sich über die Zeit, über ihre Lebenszeit von der Romantik bis in den späten Biedermeier ihre freie, lebenslustige Art bewahrt hat und eine wohlhabende, unabhängige und starke Frau war. Und das war auch einer der Gründe, warum ich unbedingt diese Biografie schreiben wollte.